US-Schauspielerin Virginia Patton ist tot. Sie ist am 18. August in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Albany, Georgia, gestorben. Das hat das Matthews Funeral Home mitgeteilt. Patton war vor allem für ihre Rolle in Ist das Leben nicht schön bekannt. In dem Kultfilm, der bis heute zu den Weihnachtsklassikern zählt, spielt sie Ruth Dakin Bailey, die Schwägerin von Hauptfigur George Bailey. Auf der Leinwand war sie unter anderem auch in dem Western Black Eagle zu sehen. Zuletzt hatte Patton 1949 eine Rolle in The Lucky Stiff. Danach arbeitete sie unter anderem als Dozentin am Kunstmuseum der University of Michigan. Virginia Patton wurde 97 Jahre alt.